Ja, Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Wir sind hier wieder mit unseren Elfen, unseren Hochelfen wohlgemerkt, und haben ordentlich auf die Fresse bekommen im letzten Part. Aber das ist heute nicht unser Problem, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir dieses Mal nicht auf die Fresse bekommen, zumindest nicht so hart wie letztes Mal. Und selbst wenn wir jetzt auf die Fresse bekommen, dann ist es nicht so schlimm, denn das Chaos ist sehr angeschlagen. Sprich, wenn wir jetzt nochmal große Verluste anrichten sollten bei den feindlichen Truppen, dann können wir sie auch mit den Garnisonseinheiten oder mit einer neu aufgestellten Armee besiegen. Jetzt müssen wir aber erstmal darauf warten, dass die Rundenzeit voranschreitet, beziehungsweise dass wir mit der Runde fertig sind. Wir brauchen nur noch 6 Runden, bis das großartige Ritual abgeschlossen ist. Das heißt, wir kriegen dann wieder eine Zwischensequenz. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das in diesem Part schon schaffen werden. Allerdings werden wir mal sehen, ob das dann auch mit der Wahrheit übereinstimmt, meine Voraussage. Man weiß es nicht so genau in diesen Tagen. Jetzt sind es auch einfach nur Fake News. Und dementsprechend können wir da nichts machen. Ich überlege mir immer, was ich euch fragen könnte, damit ihr mir Kommentare schreibt. Deswegen sitze ich diesmal da und frage mich selber, was kann ich euch fragen, damit ihr Kommentare schreibt. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ich euch fragen könnte, damit ihr aktiv Kommentare schreibt. Weil das vermisse ich ein wenig in letzter Zeit, dass Kommentare da sind. Und selbst wenn es nur ist, schönes Video, die und die Stelle hat mir gefallen, das fand ich lustig, das fand ich nicht so gut. Eine Kritik, nicht nur durch Daumen, sondern auch durch einen Kommentar zu schreiben, das wäre cool. Das würde ich gerne sehen. Aber müsst ihr natürlich auch nicht machen. Und jetzt geht's um die Wurst, meine Freunde. Es geht um die Wurst. Wir werden hier kämpfen müssen. Mit unserer Armee gegen die gegnerische Armee. Die haben aber nur einen Todbringer. Und dafür ein paar Chaosreiter. Und unser Zauberer, kann der überhaupt was? Was kann der? Der kann nicht so viele Sachen. Leider dieses komische Dingsbumsnetz nicht. Aber theoretisch machbar vielleicht. Machbar. Aber letztes Mal habe ich auch gesagt, es ist machbar. Diesmal bin ich mir da nicht so sicher. Wir schauen mal. Mal gucken. So, willkommen auf dem Schlachtfeld. Wir werten noch ab. Wir haben 5. Wir können nur verlieren eigentlich. Eigentlich können wir nur gewinnen. Und wir gewinnen sogar. Oh. Von 5 auf 13 ist gar nicht mal so schlecht. Ich möchte ungern hier in diesem Bums kämpfen. Aber auch irgendwie auf diesem Bums ist auch nicht so geil. Allerdings ist hier der Bums auch nicht so geil. Die Frage ist, wo stellen wir uns auf? Ich denke, wir stellen uns hier auf und können dann wenigstens auf einer geraden Fläche kämpfen oder hier runterschießen zumindest. Ich bin mir da nicht so sicher, weil hier ist halt auch ein bisschen blöd. Wobei, hier haben wir generell so eine Anhöhe ein bisschen. Hier hätten wir natürlich auch... Ah, das ist nicht so einfach. Was macht man denn da am besten? Problematik ist natürlich, dass wir... diesmal auf jeden Fall auf unsere Nahkämpfer aufpassen müssen. Beim letzten Mal haben wir da nicht so ganz gut drauf aufgepasst. Und die kopflos in irgendwelche Kämpfe geschickt. Und diesmal müssen diese verkackten Reiter sofort den Todbringer ausschalten. Das ist meine Devise hier. Muss ich dazu sagen, das möchte ich haben. Wenn das nicht passiert, haben wir ein Problem. Relativ lang aufstellen, dann haben wir vielleicht noch eine Möglichkeit, da zu intervenieren. Hier ist der Lore Master. Hier, der Olle. Das ist auch ein Zauberer. Und der kann Feuerball machen. Und der kann gar nichts machen. Ja, super. Toll. Top. Und bitte, ihr Süfmäuler. So. Ich möchte tatsächlich hier schon mal eine Anpassung vornehmen an meiner Aufstellung. Da die Typen da tatsächlich von da unten kommen.
Es ist sinnvoll, da direkt mal ein bisschen dichter ranzugehen. Weil wir denen so wenig gerade Fläche geben wie möglich. Ah, natürlich trifft er direkt mit dem ersten Schuss. Beim letzten Mal hat er nicht, haben die nicht so gut getroffen, die Todbringer. Mit dem zweiten Schuss trifft er auch wieder. So eine Scheiße. Trifft natürlich direkt gute und wichtige Einheiten. Und noch einmal, sag mal, diesmal, weißt du, letztes Mal sind es 3 Stück gewesen, die dann irgendwie 4-mal daneben geschossen haben. Und jetzt treffen sie alle auf einmal, ne? Alle treffen sie direkt. Diesmal treffen sie nicht. Jetzt haben wir wieder das Problem, wir kommen da nicht ran, um die kaputt zu machen. Diese fette Artillerie. Und wieder nicht getroffen. Eine gute Sache hat das wenigstens. Jetzt marschiert die Armee nach vorne. Oh, Digga, die werden richtig weggeknüppelt. Die Reiter werden natürlich auch getroffen. Mal sehen, bringt das überhaupt was? Ein Reiter gegen Streitwagen schickt. Ja, natürlich! Natürlich! Natürlich werden die dann auch noch getroffen. Rückzug. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Reiter auch noch mit nach hinten geschickt. Das wollte ich nicht. Was kann der hier gegen einzelne Angreifer? Hallo. Was passiert hier? Ein Scheiß passiert hier wieder. Diesmal zähle ich da direkt zu, dass mein blöder Typ seinen Zauber nicht gemacht hat in der Zeit, in der er es hätte machen sollen. Super. Super geil. Auf jeden Fall. Doch, muss ich sagen, macht Spaß. Schon wieder richtig geil hier. Richtig, richtig geil. Nichts so funktioniert, wie es soll. Komischen Streitwägen kriege ich hier nicht so richtig down. Ich kriege den Meisterhexer hier gleich down. Gleich richtig down. Stark gegen mehrere Angreifer, machen wir darauf. Ja, das bringt natürlich so gut wie gar nichts, dieser Ansturm meiner Reiter. Ist ja auch richtig so. Unsere Krieger fliehen hier. Hat er jetzt darauf geschossen? Hallo! Zieht euch da zurück, Mann.
Was macht... Ey, oh, ey, ich könnte kotzen, Mann, Alter. Was machen die hier? Meine Reiter haben wieder nix drauf. Ey, ich verliere diese Schlacht schon wieder. Ich glaub's nicht. Krieger sammeln sich, das ist doch geil. Oh, die dürfte direkt weg sein, die Einheit. Könnt ihr jetzt mal darauf schießen, Alter? Die hier down? Scheinbar nicht. Was passiert hier hinten? Die sind in irgendeine Ecke gelaufen und hängen jetzt da an den Gegnern fest. Ey, das ist doch alles räudig hier, Mann. Das ist alles räudig. Macht er den Shit denn auch? Kommt hier ein Feuerball? Endlich mal. Silver Helmets sind jetzt hier. Da ist tatsächlich noch einer dieser komischen Streitwägen. Theoretisch sieht das nach einem Sieg aus. Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass das klappt hier, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir da unschlüssig. Einfach mit riesigen Verlust. Das ist so lächerlich, Mann. Diese komischen Streitwägen, ne? Das ist einfach Bullshit. Kann dieses Viech mal losfliegen hier? Fliegt der jetzt? Ja, der fliegt jetzt. Sehr schön. Ich sehe sie nicht. Wo sind sie? Da sind sie. Okay, alles klar. Wieso haben die denn noch mal Reiter hier? Ey, das ist so lächerlich. Was haben die so eine ultramäßige... Oh, so einen ultramäßigen Charge... Gegen Speerträger, Alter. Gegen fucking Speerträger. Das ist verfickt nochmal unlogisch, Mann. Ja, wir verlieren die Schlacht, ich sag's. Dass sie mich ja übelst abfacken und nichts so funktioniert, wie es soll. Nichts funktioniert, wie es soll. Meine Einheiten verrecken, meine komischen Zauber machen gar nichts, irgendwie habe ich das Gefühl. Die Reiter können hier einfach durchlaufen, wie sie wollen. Wo sind eigentlich meine komischen... Die Seaguards? Da sind sie. Ich kann auch nichts mehr machen, weil irgendwie... Leute so alle ineinander rumstehen und ich eigentlich auch gar nicht mehr irgendwas... Nach dem Motto... Ich kann noch nichts mehr machen hier. Serve the king. Ever loyal.
Bin genervt von diesem Spiel. Das ist eine ultra traurige Schlacht hier. Seht euch das an. Guck mal, die haben gar nichts mehr in ihrer komischen Leiste drin. Keine Motivation mehr zu kämpfen, weil sie fighten trotzdem noch. Warum? Weil es gegen mich geht mal wieder. Weil es gegen mich geht. Yo! So, da ist Bullshit hier. Großartiger Bullshit der Bullshithaftigkeit. Wir haben zwar jetzt diesmal tatsächlich noch gewonnen. Ich will jetzt aber spontan sagen, dass das nicht so... nicht die ganze Zeit so aussah. Ach, bin ich genervt. Ich bin genervt von den Schlachten hier. Wenn man jetzt noch bedenkt, wie relativ viele Einheiten sie noch übrig haben, ist das noch umso trauriger hier. Und der scheiß General überlebt das auch noch. Naja, was soll's. So, hau die nochmal weg hier. Inwiefern Flüchtige verfolgen macht, dauert auch immer länger als in den anderen Teilen, habe ich das Gefühl. Als früher, als damals, wo noch alles gut war. So eine Scheiße aber auch, ey. Freut euch daran, dass ich immerhin gute Einheiten habe, sonst wäre die Schlacht mal wieder sowas von horrend in die Hose gegangen. Der Gegner hat noch 115 Mann, wir haben noch 366. Legen die wieder in Ketten, um das schneller auf stehen zu lassen. Und die greifen uns jetzt an und dann ist die Armee down. Safe. Und wieder können wir es nicht in der Dings schaffen. Dann müssen wir nochmal kämpfen, meine Freunde. Auf demselben Schlachtfeld mit räudigen Einheiten gegen räudige Einheiten. Ach, unser komischer Zauberer ist verreckt. Alles klar, gut. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Aber diesmal haben sie keinen Dings. Unsere illyrischen Archer sind immerhin ein bisschen vorhanden. So der kleine Rest, der noch übrig geblieben ist hier. Ist nicht so schön, wenn man sich das so anguckt. Sind nur so drei People, gefühlt. Meistens will ich gar nicht da aufstellen, weil ich das Gefühl habe, das bringt sowieso nichts, weil die sind ja eh gleich tot. Sigh.
So. Archers! Loyal! March! Archers! For our ancestors! Spearmen! Defend in order! It will be done! Moving out! Archers! Mal kurz Päuschen machen. Ich will, dass ihr da hinten die komischen. Den komischen Streitwagen angreift. Und. Ne, ihr schießt auf den. Auf den Shit dort. Orders received! Lothen Seagard! Understood! March! For duty! Archers! For duty! Spearmen! At once! Moving out! Your repair! Acknowledged! As you say! Swiftly! Quickly now! Es ist so lächerlich, dieser komische Wagen geht mir so auf den Sack, Alter. Er lässt sich nicht aufhalten, Mann. Er lässt sich einfach nicht aufhalten. Spearman, it will be done. For duty, we will obey. It will be done. Now. Restoring all. For order. As one. Finish them. To the fray. We will obey. Archers, it shall be done. Serve the king. Die Reiter, wohlgemerkt, sterben hier auch nicht. Understood. We go. Silver Helms, onward for Asuria. Atter, move. Understood. A pace. Das ist lächerlich. Meinen Bogenschützen einmal kurz sagen, dass sie bitte keinen Plänkler-Modus mehr drin haben sollen. Und sonst hier kompletten Schwachsinn machen. Der Chaos-Streit war. Der lebt immer noch! Es ist so lächerlich! Hatte ich schon gesagt, wie lächerlich das ist. Und die komischen Reiter-Typen sterben auch nicht, die komischen normalen Dudes hier. Wenn unsere Leute hier alle aufs Maul bekommen. Die fühlen sich auch nicht dafür verantwortlich, dass man hier irgendwann mal sagt, ja gut, Leute. Er hat nicht mal mehr Leben, dieses Scheißding, Alter. Und er fährt trotzdem hier rein. Fickt ihn weg. Ey. Ja, mein General ist jetzt tot, geflüchtet oder was auch immer. Die haben so eine unglaubliche Führerschaft, wie der Shit heißt. Lächerlich ist das. Lächerlich. Und sie managen immer irgendwie meine Leute hier auszumanövrieren, ey. Das ist so lächerlich. Was macht ihr?
Sigurd! Son of Ulfwan! March! To war! I agree! It will be done! Your affair! We don't forget! It shall be done! Das ist tatsächlich noch gewonnen, Shit hier. So, ihr hört bitte auf zu schießen. Und jetzt holen wir uns noch den letzten Rest, ey. Das ist so traurig hier. Im Chaos scheinen wir unseren Meister gefunden zu haben. Was zumindest die Stärke angeht, in der sie hier reagieren. Junge, Junge, Junge. Da werden wir es in diesem Part dann doch nicht schaffen, dieses Großereignis in Form des komischen Dings da zu sehen. Reicht jetzt auch, Gefecht beenden. Noch 200 Mann übrig. Unsere Reihen lichten sich ein wenig. Wenn jetzt noch eine Interventionsstreitkraft der Feinde auftaucht. Duty is its own reward. Dann staune ich echte Bauklötze. Da haben wir ein Problem. Ein wirkliches Problem. Was passiert hier? Amtsmissbrauch. Es wurde entdeckt, dass jener Hüter des Siegels, welcher die Beglaubigung aller Dokumente mit dem Siegel Lothans überwacht, seine Position missbrauchte, indem er das Siegel auf nebensächliche persönliche Dokumente setzt und seiner Macht oder Ansehen blablabla zu schneiden gedachte. Ihn bloßzustellen wird uns unrühmliche Ende seiner Laufbahn bedeuten. Doch, vielleicht gibt es auch Mittel und Wege, die Angelegenheit im Vorteil des Königs zu behandeln. Unzufriedene Bevölkerung. Aber 30 Einfluss. Ihn ersetzen bringt 10 Einfluss, aber ja, komm, ersetzen wir ihn. Kriegen wir Cash. Protector of Ulfwan. As er guides us. Guardian of the Phoenix Crown. Junge, Junge, Junge. Lokal können wir nichts ausbilden da. Your decree. I think not. Entering the garrison. Junge, Junge, Junge. It's not easy. Ja, so viele Bogenschützen brauchen wir dann doch nicht, glaube ich. Brauchen aber mal ein paar. Sie sind die besser? Sind im Prinzip in allen besser als die. Kostet natürlich auch mehr. Aber das gehe ich mal diesmal freundlicherweise ein. Das Risiko, dass die Einheiten mehr kosten. Oh, wir haben so viel Cash. Wir nehmen diesmal einen wunderschönen Drachen. Nehmen wir einen Drachen mit? Oder machen wir erstmal, Reason Adler? Ne, machen wir die hier. Und dann reicht es. Es sind Leute aufgestiegen. Welcher ist jetzt auf? Der. Der General ist aufgestiegen. Und sein Dude hier. Die haben sich als doch gar nicht so schlecht herausgestellt, die Leute. Deswegen rekrutieren wir die doch mal. Und wir können jetzt alles aufrüsten. Komm, machen wir mal das. Der ist geil. Irgendetwas Fünftes wollte ich hier auch bauen. Das Ding, genau. Der Hof des Phönixkönig. Phönixkönigs des Typen da. Cool.
So. Prime for action. Prince of Elfwan. Selbst wenn die uns jetzt angreifen würden, hätte ich nicht die direkte Überlegung, dass wir das gewinnen. Ich denke, das wäre dann doch noch eine knappe Kiste, glaube ich. Was geht? Warum nicht? Machen wir. Ivresse ist stärker als wir mittlerweile, aber das ist auch kein Wunder. Bei den starken Einheiten. Wir sind also bei den starken Armeen. Die haben ja so viele Armeen, glaube ich, da rumlaufen. Das wird das Endgame, meine Freunde. Das wird das. Ivresse gegen Lothar. Ivresse gegen Lothar. So. Greetings. The Phoenix Court will hear your words. Jetzt hier wieder nicht Angriffspakt, sag ich. Oh. Jawohl, für Geld mache ich doch alles. Ich billige Nutte. Diese Aktion verstehe ich jetzt absolut nicht vom Gegner. Tut mir leid, ich verstehe es nicht. Was sollte das? Und nochmal eine Sache, Digga. Hochelfen am Hofe beteiligen sich an vielen Intrigen, bla bla bla. Die Botschaft manipulieren. Den Boten entlassen. Machen wir das. Tyrion ist wieder aufgestiegen. Schwertmeister von Hoeth. Führerschaft ist natürlich wichtig, ne? Defender of Elfwan. Dann kicken wir die Bogenschützen mal raus. Machen nochmal solche hier. Machen nochmal eine Seuche. Ja. Und im Monddrachen. So. Der Hof des Phönixkönigs ist hier. Ist da. dauert auch noch ein Mühe, bis das soweit ist. Ist halt schön. Guardian of the Phoenix Crown. Und somit haben wir es hier auch geschafft, das Chaos abzuwenden. Wir haben das Chaos abgewendet. Wir brauchen noch 4 Runden, bis wir das gemacht haben. Und damit sind wir schon mal auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ich würde sagen, das wäre es auch für diesen Part. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.